Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Final Fantasy VII Remake. Im letzten Part haben wir Aeris getroffen und wieder auf diese komischen Gespenster. Diesmal haben sie uns nicht angegriffen, sondern sogar gerettet. Vom Dach aus haben wir bestimmt eine bessere Sicht. Da, dort hinten neben dem Pfeiler ist der Bahnhof, Cloud. Was ist? Gehen wir? Ja. Ja, okay, dann gehen wir wieder mal zum Bahnhof. Und was hast du jetzt so vor? Fürs Erste beschütze ich dich weiter. Das hatte ich gehofft. Und danach gehe ich in die Slums von Sektor 7 zurück. Kennst du denn den Weg dorthin? Klar. Ach, wirklich? Tja, mit der Zugverbindung sollte das schon gehen. Dieser Typ in dem Anzug vorhin, der gehörte doch zu Shinra's Turks. Was wollen die denn von dir? Keine Ahnung. Vielleicht suchen sie Rekruten für Soldat. Sowas machen die Turks doch, oder? Das ist nur ein Teil ihrer Aufgaben. Aber sie sind auch Shinras Leute fürs Grobe. Und schrecken vor Gewalt nicht zurück. Erpressung und versuchte Entführung haben wir ja heute schon gesehen. Zurück zu meiner Frage. Was hat jemand wie du mit so einem Kerl zu schaffen? Sah aus, als kanntet ihr euch. Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie ja mich für Soldat rekrutieren. Oh, vergiss es. Okay. Hey, nicht eingeschnappt sein. Pass auf. Hier wird der Weg enger. Ja, danke. So auch immer wir gerade im Kreis laufen. Dieser Ausblick. Ehrlich gesagt, bin ich heute zum ersten Mal hier oben. Das überrascht mich nicht. Also, ich finde das Ganze ja unheimlich spannend. Das lässt irgendwann nach. Ja, Cloud hat eben schon zu viel erlebt. Warte! Nun warte doch mal! Jetzt renn doch nicht die ganze Zeit vor. Ich komme ja gar nicht hinterher. Und dich soll man für Soldat rekrutieren wollen? Fies bist du auch. Tja, glaube ich eher weniger, dass sie sie für Soldat rekrutieren wollen. Ich glaube, sie hatten irgendwas anderes vor. Wohnt in diesem Viertel eigentlich niemand? Die Häuser sind alle verlassen. Wir stören niemanden. So. Mal schauen. Okay. Verrostet. Lass mich vorgehen. Die Leiter ist ziemlich alt. Pass auf. Ja, ja. Huch. Vorsicht. Jetzt bleib mal locker, Cloud. So leicht falle ich schon nicht runter. Oh nein. Huch, hab ich mich erschrocken. Vielen Dank, Cloud. Sieh mal, der Wall. Einmal wäre ich fast nach draußen gegangen. Hab's am Ende aber doch gelassen. Ist auch viel zu gefährlich. Ich hab gehört, dass die Welt außerhalb von Midgar grün und voller Tiere sein soll. Manchmal frage ich mich, ob ich an so einem Ort überhaupt leben könnte. Vielleicht nicht. Die Slums machen mir nichts aus. Ich lebe sogar gerne hier. In dieser Stadt bin ich zu Hause. Die Leute in den Slums sind so stark. Die lassen sich nicht unterkriegen, obwohl sie allen Grund dazu hätten. Ihr Lebensmut ist richtig ansteckend. Tja, wenn sie das sagt.
Dieses Mal gehe ich aber vor. Du versuchst sonst nur wieder, mich abzuhängen. Schaffst du das auch? Mit Links und Fieber. Siehst du? Wozu brauche ich dich eigentlich? Ich gehe einfach vor und lass dich zurück. Hoppla! Weniger reden, mehr konzentrieren. Dann erzähl du doch zur Abwechslung mal was, Cloud. Gehört nicht zum Job. Langweile. Na? Mach mir nicht mehr Arbeit. Tja, Cloud gefällt die Situation gerade scheinbar nicht so. Ich zuerst! So, und dann weiter über die Dächer. Schaffst du das? Natürlich. Hast mich schon wieder gerettet. Mit dir wird es echt nicht langweilig. War das ein Kompliment? Sarkasmus. Gewöhn dich besser dran. Wir sind jetzt ganz in der Nähe des Bahnhofs von Sektor 5. Komischerweise tummeln sich hier recht viele Ungeheuer. So, da hatten wir auch ein neues Gruppenmitglied. So, mal kurz schauen. Okay. Welche Materien geben wir hier am besten? Ich glaube, eine Glühmaterie könnten wir hier geben. Und noch eine andere Beschwörermaterie. So, mal schauen. Waffe können wir auch upgraden. Okay, sie hat nur zwei Kerne. So, mal kurz schauen. Magische Angriffe, okay. Das könnte wichtig sein. Und dann hat sie eh schon keine Punkte mehr. Klopp hält fürs erste Mal seine 5 Punkte. Na, sieh mal, wer hier wieder einen auf besonders cool macht. Ich kenne mich mit diesen Kreaturen einfach nur aus. Okay, zur Kirche können wir nicht zurück. War jetzt kein wirklich besonders starker Gegner. Und da kommen noch mehr von denen. So, dann ziehen wir mal die neuen Gegner hier. Okay, Eisschwäche. Du kennst dich in den Slums nicht wirklich aus, oder?
Verglichen mit dir vermutlich nicht. Ich weiß, wo ich trainieren, arbeiten und schlafen kann. Mehr gibt es nicht in meiner Welt. Lass bloß nichts am Image kratzen. Tja, Cloud ist halt wie ein Eiswürfel. Irgendwann wird er auch auftauen. Allerdings nicht zu Beginn. Das ist ein Bahnhof. Das sehe ich selbst. Ein Bahnhof kam aber vorhin in deiner Aufzählung nicht vor. Sehr witzig. Wie konnte das nur passieren? Bleiben Sie ruhig. Ich bitte Sie, was ist denn jetzt? Guck mal. Sei ruhig, nicht so laut. Ganz schön was los. Bestimmt, weil man den Reaktor von hier aus sehen kann. Oh. Er weint wirklich! Schaffen die? Ich glaube, die sind eher besorgt. Du wolltest wohl auch wissen, was los ist, was? Wie? Ja, genau. Gehst du jetzt nach Hause? Weiß ich noch nicht. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Ist ein ganz schönes Stück von der Platte runtergekommen. Wirklich? Ich habe gar nichts bemerkt. Hey, Cloud, warte doch! Das darf nicht wahr sein. Ich muss heute noch zurück, sonst kriegen wir einen Traum. Okay, hier haben wir wieder einen Verkaufsautomaten. Okay, ein paar Heiltränke werden nicht schlecht für den Anfang. Und ein paar neue Phoenix-Federn. Nachdem wir hier vorher alle beim Kampf gegen den Roboter alle aufgebraucht haben. Und dann heilen wir doch kurz mal unsere TP und Leben wieder auf. Oder andersherum. Trefferpunkte und Mana-Punkte. Wichtiges zu wollen. Von dir oder mir? Wie auch immer. Sie dürfen uns nicht entdecken. Na, dann nehmen wir die Seitenstraßen. Oh, da gibt's aber Monster. Die sind mir lieber als Shinra. Tja, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Solange es nicht die Shinra-Soldaten sind. Und ihre Anführer. Das ist eine von Shinras Müllhalden. Der Ort ist so unheimlich, dass sogar die Slumbewohner einen Bogen drum machen. Das perfekte Versteck also. Eindeutig das perfekte Versteck. Ja, kommt hier niemand vorbei. Bis hier und nicht weiter. Wo kommen diese Wesen? Wohl bloß her. Sie konzentrieren sich auf den Schwächsten in einer Gruppe. Echt? Dann will ich jetzt nicht in deine Haut stecken, Cloud. Okay. Jetzt rein! Und los! Okay, gehen wir erstmal nach hier oben. Der Weg führt in eine Sackgasse. Die Bauarbeiten wurden wohl einfach nie beendet. Tja, vielleicht sind hier ja ein paar Kisten. Okay. Oder auch nicht. Dann müssen wir wohl doch den unteren Weg nehmen.
Schalter. Lässt sich nicht öffnen. Vielleicht kaputt? Wenn wir dem Weg folgen, sollten wir drum herumlaufen können. Ob man den hier irgendwie bewegen kann? Okay. Gute Frage, wie man jetzt weiterkommt. Okay, eine Muskelkraft. Jetzt lang. Tja, wieder nach hier unten. Weg von dieser kurzen Stelle. Ah, nicht schon wieder solche Dinger. Einbildung ist auch eine Bilder. Mal kurz schauen bei der Ausrüstung. Cloud. Dann haben wir, glaube ich, schon fast das Gebiet umgangen. Sind. Bist du etwa müde? Wohl kaum. Ich auch nicht. Aber Hunger habe ich. Was ist mit dir, Cloud? Dir verdirbt wohl nichts die Laune. Sobald wir da sind, gibt's Essen. Keine Zeit, danke. Aber meine Mutter ist eine richtig gute Köchin. Also keine Widerrede. Leg lieber einen Zahn zu, sonst kannst du nur noch meinen Teller sauber lecken. Tja. Oder so. Mal auf der Karte schauen. Okay. Wie auch immer die Tür aufgeht. Und noch mehr Gegner. Überlass das nie. Der ist für dich. Weiter geht's. Okay. Okay, hier ist einfach nur ein großer Platz.
Und ich glaube, ich werde den Part dann schon an dieser Stelle beenden. Lasst wie immer eine Bewertung da. Ich würde mich darüber freuen. Wenn ihr nicht so fassen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Final Fantasy VII Remake wieder. Ciao!